Es ist eine Sensation, damals im Mai 1882. Nur zwei Jahre, nachdem der geniale Erfinder Thomas Elver Edison seine Glühlampe patentieren ließ, erhellen 40 Stück davon das Badener Grand Hotel. Eine internationale Gästeschar staunt über das technische Wunderwerk. Ja, das Grand Hotel ist eine Top-Adresse in ganz Europa. Mit der Belle Bock Ende des 19. Jahrhunderts erlebt das alte Kurstädtchen Baden eine neue Blütezeit. Im Park spielt das Orchester, im Theater nebenan gibt es Lustspiele zu sehen und auf der Terrasse des Kurhauses weht ein Hauch von Weltstadt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Stadtfinanzen geraten wegen einer kolossalen Fehlinvestition in ein Bahnprojekt in arge Schieflage. Baden sieht sich gezwungen, nach neuen Einnahmequellen Ausschau zu halten. Was sich mit einem Kurbetrieb ja eigentlich schlecht verträgt, ist Industrie. Fabriken lärmen und stinken, das stört den flanierenden Kurgast. Und doch wird es ein Industriebetrieb sein, der Baden aus seiner Finanzmisere befreit. Die Elektrizität Schon die Denker der Antike befassen sich mit ihr. Doch erst im 19. Jahrhundert finden Wissenschaftler Wege, dieses Naturphänomen den Menschen dienstbar zu machen. Sie heißen Siemens, Tesla, Westinghouse oder eben Edison und genießen höchstes Ansehen. Die bewunderten Glühlampen im Grand Hotel sind Vorboten einer Wende. Sie werden nämlich mit Strom aus einem kleinen Dynamo gespiesen, angetrieben von der Kraft der Limmert. Die Elektrizität hat damit Baden erreicht und löst einen nie gesehenen Innovationsschub aus. Edisons Glühbirne ist eine große Attraktion an der Pariser Weltausstellung von 1889. Hier kommen der Badener Stadtrat Karl Pfister und sein Bruder Theodor ins Spiel. Sie sind vor Ort und lassen sich von der Begeisterung für dieses helle und geruchlose Licht anstecken. Die wohlhabenden Kaufleute reisen nach Hause mit dem Plan, Baden zu elektrifizieren. Dafür besorgen sie sich beim Regierungsrat die Konzession für den Betrieb eines großen Wasserkraftwerks an der Limmat. Es wird das erste im Aargau sein. Was jetzt noch fehlt, ist eine Firma, die das Kraftwerk baut. Der geschäftstüchtige Pfister hört von zwei jungen Ingenieuren, ein Deutscher und ein Engländer, die nach einem geeigneten Gelände für den Bau einer elektrotechnischen Fabrik suchen. Pfister kontaktiert sie. Schließlich kann er den beiden nicht nur geeignetes Land anbieten, sondern auch gleich einen Großauftrag für sein Kraftwerk. Binnen weniger Wochen ist man handelseinig. Im März 1891 wechselt das Haselfeld seinen Besitzer. Die beiden jungen Männer heißen Charles Brown und Walter Boveri. Und der Landverkäufer? Das ist Hotelier und Elektropionier Bruno Saft. Er begräbt damit endgültig die Pläne für einen weiteren Ausbau des Kurbetriebs. Ob er spürt, dass eine Zeitenwende ansteht? Dieser Vertrag besiegelt nicht nur einen Landverkauf. Nein, er ist der Impuls für die rasante Transformation des behäbigen Kurorts zu einer lebendigen und dynamischen Fabrikstadt. Baden, die Schweiz, ja, ganz Europa befinden sich im Aufbruch. Überall braucht es Strom. Für die Maschinen in den Fabriken, zur Beleuchtung und natürlich für die Fortbewegung. Bald sind elektrische Straßenbahnen und gar Elektroautos anzutreffen. Es beginnt ein Jahrhundert fortdauernder technischer und gesellschaftlicher Innovationen. Und mittendrin die Stadt Baden und ihre Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeiterinnen und Arbeiter, politischen Entscheidungsträger, Fabriken, Labore, Schulen. Warum war und ist die Region Baden immer wieder Ort der Innovation? Und wo steht sie heute? Welche Köpfe, Ideen und Erfindungen brachte sie hervor? Und welche brauchen wir für die Zukunft? Kommen Sie mit. Dieses kleine Gebäude markiert den Kern des Werkareals von Braun, Boveri und Kompanie. Welches seit den Sommermonaten 1891 auf dem Badener Haselfeld entsteht. Die Gründerbauten bestehen aus vier Werkhallen, einem Bürohaus und eben dieser als Glockehüsli bezeichneten Portierloge. Die Glocke auf dem Dach läutet fortan die langen Arbeitstage ein und aus. Die beiden Gründer Charles Braun und Walter Boveri lernen sich in der Maschinenfabrik Oerlikon kennen. Wo Braun die elektrotechnische Abteilung leitet und Boveri sein Assistent wird. 26 und 28 Jahre alt verfolgen sie bald den Plan, eine eigene Firma zu gründen. Doch noch fehlt das Startkapital. Die Banken zeigen kein Interesse an dem Unterfangen. Nach monatelangem Suchen ist es Boveris Schwiegervater, der schwerreiche Zürcher Seidenindustrielle Konrad Baumann, der das für damalige Verhältnisse immense Kapital von 500.000 Franken zur Verfügung stellt. In dem Gebäude hinter mir beziehen die Direktoren ihre Büros und orchestrieren eine Erfolgsgeschichte von großer Tragweite. Heute befindet sich hier das historische Archiv der Firma. Schon die ersten Monate zeigen, dass Braun und Boveri perfekt zusammenpassen. Während der talentierte Geschäftsmann Boveri den Aufbau der Fabrik vorantreibt, macht sich Braun daran, Technikgeschichte zu schreiben. Es gelingt dem genialen Erfinder nämlich, an der elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt erstmals Strom über eine lange Distanz zu transportieren. Ohne nennenswerte Verluste schickt er seinen Wechselstrom über eine Leitung von 175 Kilometern Länge um im Ausstellungsgelände tausend Glühbirnen und einen künstlichen Wasserfall zu betreiben. Es ist eine Sensation und Braun wird in der Fachwelt gefeiert. Das Wunder von Frankfurt sollte nicht ohne Folgen für die junge Firma bleiben, welche im Herbst 1891 offiziell gegründet wird und 1892 bereits mit 125 Mitarbeitenden die Produktion aufnimmt. Die ersten großen Maschinen entstehen für das Limmatkraftwerk der Elektrizitätsgesellschaft Baden, welche im gleichen Jahr gegründet wird. Braun Boveri und Company, kurz BBC, profitiert von Brauns exzellentem Ruf als Erfinder. Nur zwei Jahre nach der Gründung erhält die junge Firma den Auftrag für die Elektrifizierung der Stadt Frankfurt. Eine Schmach für die etablierte deutsche Konkurrenz. BBC wächst in beispiellosem Tempo und wird in der Region zur alles dominierenden Taktgeberin. 1895 posieren bereits mehrere hundert Arbeiter vor der tausendsten Elektromaschine aus dem Badener Werk. Wir können uns die Gründerjahre so vorstellen: Braun entwickelt eine Innovation nach der anderen, darunter dieser erste Turbogenerator der Welt. Er liefert mit viel höheren Drehzahlen wesentlich mehr Leistung und einen besseren Wirkungsgrad. Die Erfindungen von Charles Brown legen den Grundstein der künftigen Weltfirma. Boveri hingegen kümmert sich um die Vermarktung derselben und er bemüht sich mit Erfolg darum, das sagenhafte Wachstum von BBC zu organisieren. Eine Montagehalle nach der anderen entsteht. Bald sind es Dutzende. Sie werden durchnummeriert. Diese hier ist die 37. Zehn Jahre nach der Firmengründung beschäftigt BBC in Baden bereits gegen 2000 Mitarbeitende. Spätestens ab 1910 ist sie die größte Unternehmung der Schweizer Maschinenindustrie. Braun-Boveri Company etabliert sich mit hochwertigen Anlagen für die Produktion, die Verteilung und die Anwendung von Strom über die Landesgrenzen hinaus. Im Jahr 1900 wird die Firma in eine Aktiengesellschaft überführt. Gleichzeitig entsteht in Mannheim die erste große Niederlassung. Die Gründung von weitgehend eigenständigen Tochterfirmen wird zum Erfolgsrezept der exportorientierten BBC. Vielerorts können so Zollschranken umgangen werden. In raschem Tempo verdichtet sich ein weltumspannendes Netz an Verkaufsbüros, Werkstätten und Produktionsbetrieben. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wird die Gesellschaft flächendeckend elektrifiziert. BBC liefert die Ausrüstungen unzähliger Kraftwerke. In der Schweiz sind es vornehmlich Wasserkraftwerke. Sie baut Generatoren, Transformatoren, Schaltanlagen und Antriebe. Bei der Elektrifizierung des SBB-Netzes nach dem Ersten Weltkrieg spielt sie eine tragende Rolle. Als besonders kluger Schachzug erweist sich die Initiierung und Beteiligung an eigenständigen Firmen zur Finanzierung und Planung von Kraftwerken sowie an Betriebsgesellschaften. Schon 1895 entsteht zu diesem Zweck in Baden die Motor AG. Spätestens mit der Gründung der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG, der heutigen AXPO, im Jahr 1914 wird Baden zum unbestrittenen Zentrum der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft zur Elektropolis. Die Badener Gesellschaft wandelt sich. Die BBC zieht nicht nur Tausende von einfachen Fabrikarbeitern mit ihren Familien an, sondern auch hochqualifizierte Fachkräfte, viele davon aus dem Ausland. 1901 baut BBC in Lizenz die erste Dampfturbine auf dem europäischen Kontinent. Mit dieser hochkomplexen Antriebsmaschine zur Stromerzeugung beginnt das erfolgreichste Kapitel der Firmengeschichte. Bestellungen für immer größere Anlagen stellen die Firmenleitung vor immense Herausforderungen. Ein betriebseigenes Planungsbüro ist mit dem fortdauernden Ausbau der Fabrik beschäftigt. Bis 1930 ist das Areal in Baden vollständig überbaut. 29 Fabrikhallen erreichen die 25-fache Größe von 1892. Für den Bau der weltweit stärksten Dampfturbine, eine Bestellung aus New York, entsteht 1928 mitten im Areal die größte Montagehalle der Schweiz. Gebaut wird lange vorher aber auch privat. Denn die Gründer und Direktoren sind reich geworden und gönnen sich herrschaftliche Anwesen. Die Römerburg für den exzentrischen Charles Braun, die Langmatt für den distangierten Sidney Braun, die Burghalde für Direktor Baumann. Und diese Villa hier für die Boveris. 15 Hausangestellte sorgen für das Wohl der Familie. Darunter ein Kutscher, der den Hausherrn auf dem Einachser zur Arbeit chauffiert. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist aber auch von großen Krisen gekennzeichnet. In der wirtschaftlichen Depression der 20er Jahre baut die BBC in kürzester Zeit fast die Hälfte der Belegschaft ab, was nicht ohne Konflikte mit der Arbeiterschaft gelingt. Einen solchen gibt es übrigens auch zwischen den Firmengründern. 1911 kommt es zum Bruch zwischen Braun und Boveri. Es geht ums Geld. Braun zieht sich in der Folge aus der Firma zurück und lebt als Privatier im Tessin. Trotz Bemühungen seitens Boveri kommt es nie zur Versöhnung. Charles Braun und Walter Boveri sterben beide im Jahr 1924. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrscht weltweit ein enormer Nachholbedarf beim Bau von Kraftwerken und elektrotechnischen Anlagen. Die BBC Schweiz hat keine Kriegszerstörungen zu beklagen und kann mit voller Kapazität produzieren. Dabei diversifiziert sie auch in neue Bereiche wie Fernmeldetechnik und Elektronik. Das Auftragsvolumen bricht alle Rekorde. 1947 holt die BBC die ersten Gastarbeiter aus Italien. Sie werden in der Hauszeitung freundlich begrüßt, während in Briski eine Barackenstadt für bald Hunderte Saisonniers entsteht. Ende der 60er Jahre wird der Ausländeranteil in der BBC mehr als 50 Prozent erreichen. Für den Bau der immer größer und leistungsfähiger werdenden Maschinen genügt die Infrastruktur in Baden nicht mehr. Die Konzernleitung fällt daher 1957 den Entschluss, in Birr diese größte und modernste Fabrikanlage Europas zu realisieren. Ab 1960 entstehen hier die Riesen aus Birr, vornehmlich Turbinengruppen für Großkraftwerke. Solche werden bald auch mit Atomkraft betrieben. Für vier von fünf Schweizer Kernkraftwerken liefert sie alle nicht nuklearen Bestandteile. Mehr noch. Walter Boveri junior initiiert mit Physikprofessor Paul Scherrer die Reaktor-AG in Würenlingen. Sie verfolgt das Ziel, einen Schweizer Atomreaktor zu entwickeln. Die Reaktor-AG ist die Keimzelle des heutigen Paul Scherrer Instituts, einer Forschungseinrichtung von internationalem Rang. Für das Personal baut BBC gleich neben der Fabrik eine Werksiedlung mit über 500 Wohnungen. Samt Restaurant, Laden und anderen Begegnungsmöglichkeiten. Die werdende Fabrikstadt beflügelt die Raumplaner. Das große Modell einer künftigen Idealstadt auf dem Birfeld für 15.000 Menschen wird als innovative Planung an der Landesausstellung 1964 in Lausanne gezeigt. Die Pflege und der Ausbau der Stammarbeiterschaft. Wird in den Boom-Jahrzehnten zur ständigen Aufgabe der Firmenleitung. Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Arbeitslosigkeit gibt es nicht. Entsprechend schwierig ist es, qualifiziertes Personal zu finden. Dieses wird mit attraktiven sozialen Angeboten an die Firma gebunden. Mit dem Bau des Wohlfahrtshauses setzt die Firmenleitung 1953 neue Maßstäbe. 1966 werden professionell geführte und von der Firma mitfinanzierte Kinderkrippen eingeführt, damit mehr Frauen arbeiten können. Es existieren firmeneigene Sport- und Musikvereine. Das ist die Familie BBC. Und ganz wichtig in Zeiten von Arbeitskräftemangel, die BBC investiert weiterhin viel in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden entwickelt eigene Lehrgänge, gründet eine Technikerschule und baut das Lehrlingswesen aus. Vorausschauend fördert sie auch entscheidend die Gründung einer Badener Mittelschule. Bis Ende der 1960er Jahre wächst BBC zum Weltkonzern mit 90.000 Angestellten. Davon arbeiten rund 16.000 im Stammhaus Baden. 1973 eröffnet die BBC dieses Forschungszentrum. Fortan werden die Aktivitäten des Konzerns im Bereich Entwicklung hier in Detwil gebündelt. Wo sich einst die Äcker des Segelhofbauernguts befanden, entsteht darüber hinaus ein neues Wohnquartier. Etwa 10 Prozent des Umsatzes, rund eine Milliarde Franken, investiert die BBC in den 70er und 80er Jahren jährlich in die Forschung. 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt bevölkern diese Denkfabrik, welche oft auch als Privatuniversität bezeichnet wird. Tatsächlich besteht eine enge Zusammenarbeit vornehmlich mit der ETH Zürich. Obwohl innovative Forschung und Entwicklung seit Anbeginn ein wesentliches Element für den Erfolg der BBC sind, kommt dem Ort eine besondere Bedeutung zu. Er steht gewissermaßen symbolisch für die Bestrebungen, den Konzern im Bereich Technologie straffer zu organisieren und besser zu positionieren. Die Jahrzehnte des zügellosen Wachstums haben ihre Spuren hinterlassen. Die Betriebsstrukturen von BBC sind veraltet. In den Jahrzehnten des anhaltenden Aufschwungs kann sie ihren Erfolg auf die hervorragende Qualität ihrer Produkte abstützen. Die Nachfrage und die Margen sind dabei so groß, dass ein effizientes Finanzwesen gar nicht so wichtig ist. BBC wird weitgehend von Ingenieuren und nicht von Ökonomen geführt. 1970 wird eine Reorganisation an die Hand genommen. Der weltweit nahezu 100.000 Mitarbeitende umfassende Konzern soll straffer organisiert und die Tochtergesellschaften enger an das Stammhaus in Baden gebunden werden. Doppelspurigkeiten und gegenseitige Konkurrenz will die Führungsriege so reduzieren. Insbesondere mit der widerspenstigen BBC Mannheim bestehen diesbezüglich seit Jahrzehnten Differenzen. Die Reorganisation greift zu wenig. Aus der einst marktführenden und jung dynamischen Firma ist eine alte Dame geworden, ein Supertanker, der sich schwer navigieren lässt. Zwar entwickeln die Forscherinnen und Forscher der BBC in den 70er und 80er Jahren bahnbrechende Produkte wie die LCD-Flüssigkristalle, die Lambda-Sonde für den Autokatalysator oder den Komprex-Druckwellenlader für die Autoindustrie. Doch gelingt es nicht, diese Innovationen gewinnbringend in den Markt einzuführen. Oft sind es nun asiatische Firmen, denen dieser Schritt vorbehalten ist. 1973 ist auch ein globales Wendejahr. Nachdem die arabischen Erdölländer ihre Fördermengen drosseln, kommt es im Westen zu einem Ölpreisschock und in der Folge zu einer nachhaltigen Wirtschaftskrise. Die Schweiz vollzieht einen Wandel von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft. Überkapazitäten auf dem internationalen Markt für Kraftwerke machen der BBC ab 1980 schwer zu schaffen. Die Bestellungen in ihrem wichtigsten Geschäftsbereich brechen ein. Ein Abwärtstrend mit Entlassungswellen setzt ein. Mitte der 80er Jahre steht die BBC schlechter. Fast ein Drittel des Personals im Stammhaus Baden ist abgebaut worden. In den stolzen Montagehallen herrscht zeitenweise gähnende Leere. Die Politik wird nervös, denn eine ganze Region hängt am Tropf dieses Konzerns. In dieser Situation übernimmt mit dem einstigen Nationalbankpräsidenten Fritz Leutwyler ein Volkswirtschaftler das Ruder bei der BBC. Der gebürtige Badener scheut unpopuläre Entscheide nicht. Er streicht die Dividenden und sucht rasch das Gespräch mit der Konkurrenz. Es ist Leutwilers Engagement, welches im Spätsommer 1987 die gesamte Weltpresse verblüffen und die Region Baden in eine kurzzeitige Schockstarre versetzen wird

Baden bereitet sich auf sein großes Stadtfest vor, während unter strengster Geheimhaltung die Spitzen der BBC und der schwedischen Konkurrenzfirma ASEA über einen Zusammenschluss verhandeln. Und dann mitten in den Festrummel der Badenfahrt platzt die Nachricht von der weltweit größten Fusion der Wirtschaftsgeschichte. Der Verwaltungsrat der BBC brambo Verjage hat heute gegen Mittag eine außerordentliche Sitzung abgehalten. Und dem Antrag zugestimmt, dass die weltweiten Aktivitäten des braun konzerns mit den weltweiten Aktivitäten der schwedischen ASEA-Gruppe zusammengelegt werden sollen. Die Schlagzeilen in der Presse spiegeln den Superlativ des Geschehens. Aus den beiden Traditionsunternehmen entsteht ein Industriegigant mit einem Startbestand von 170.000 Mitarbeitenden. Am Badener Stadtfest taucht ein Schwede auf. Es ist Percy Barnevik, dem in den 80er Jahren die Sanierung der ASEA gelang. Er wird die Leitung des neuen Konzerns übernehmen. Barnevik mausert sich in den ersten Jahren zum Synonym der jungen ABB und zum gefeierten Medienstar. Der in Amerika geschulte Topmanager legt ein ungeheures Tempo vor, postuliert schlanke Strukturen, geht auf Einkaufstour rund um den Globus. Und erhöht den Mitarbeiterbestand auf 220.000. Die junge ABB Führungsriege etabliert 5000 Konzerninterne Profitcenters und stößt alles ab, was nicht innerhalb zwei Jahren rentiert. Outsourcing wird zum Schlagwort, während sich die Globalisierung in den 90er Jahren bahnbricht. In der Region Baden bleibt kein Stein auf dem anderen. Davon betroffen ist nicht zuletzt dieses altehrwürdige Wohlfahrtshaus wo die Arbeiterinnen und Arbeiter jahrzehntelang die Kantine besuchten und ihre Freizeit verbrachten. Es wird 1991 verkauft und ist heute Teil des Badener Berufsbildungszentrums. Der Konzernhauptsitz wird nach Zürich verlegt. In Baden verbleibt die Ländergesellschaft Schweiz. Das alte Fabrikareal entleert sich weitgehend. Die ABB Schweiz und die Stadt Baden ergreifen die Initiative und lancieren einen innovativen Prozess zur Umwandlung der einst verbotenen Stadt hin zu einem modernen und multifunktionalen Quartier. Es ist ein Prozess, der bis heute andauert. Der positive Konjunkturverlauf in den ersten Jahren nach der Fusion ist von unschätzbarem Wert. Die ABB erhält von den Analysten Bestnoten. Börsenwert, Umsatz, Cashflow. Die Zahlen sind beeindruckend. Doch für diesen schnellen Erfolg wird das über Jahrzehnte aufgebaute Fundament der Firma zertrümmert. Verlust für ABB: weniger Aufträge, weniger Umsatz und rote Zahlen beim Technologiekonzern. Die ABB zieht sich aus dem Bahntechnikgeschäft zurück und verkauft dem Daimler-Kreisler-Konzern die 50% Beteiligung an der Adtrans. In économie le groupe ABB Daimler Chrysler 50% dans la ja, multinationale Adtrans. Und diese Ehe, die hat nicht lange gehalten. Die ABB zieht sich vollständig aus dem Turbinenbau zurück. Vom Ausstieg sind in der Schweiz 3000 Arbeitsstellen betroffen. Unter dem temporären Wachstum leidet die Qualität. Ende der 90er Jahre treten Mängel zum Vorschein, welche ABB an den Rand des Ruins bringen. Das Nachbessern von unausgereift verkauften Gasturbinen und Asbestklagen aus dem Engagement in Amerika kosten Milliarden. Die ABB sieht sich in der Not gezwungen, ihre Urzellen, das Kraftwerks- und Bahngeschäft, abzustoßen. Trotzdem steht der Konzern 2002 am Abgrund. Und dann? Kommt noch dies. Die Volksseele kocht mit seiner 148-Millionen-Pension. Schlägt Percy Barnevik alles schon Dagewesene. Strahlemann Barnevik hat sich 148 Millionen Franken Pensionsentschädigung auszahlen lassen und wird zum größten Abzocker der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Die ABB rappelt sich unter neuer Führung aber auf und schafft in den Nullerjahren den Turnaround. Doch die launenhafte Weltwirtschaft bleibt eine fortdauernde Herausforderung. Baden wird wiederholt zum Schauplatz von Umstrukturierungen. Die französische Alstom verkauft 2016 das einst von ABB übernommene Kraftwerksgeschäft an General Electric und an Saldo Energia. 2020 geht mit der Stromnetzsparte das letzte althergebrachte Standbein aus BBC-Zeiten nach Japan zu Hitachi. Die nordostschweizerischen Kraftwerke NOK werden 2001 zu AXPO, bleiben der Stadt aber erhalten. Motor Columbus hingegen verschwindet 2007 und wird Teil des Energiekonzerns Alpic. So hat sich Elektropolis binnen 30 Jahren gehäutet. Und dabei bestimmt auch ein Stück seiner DNA verloren. Gleichzeitig entstehen viele kleinere Technologieunternehmen. Baden emanzipiert sich von der Abhängigkeit eines großen Unternehmens und bietet heute mehr Arbeitsplätze denn je. Das ist der Lauf der Geschichte, unserer Geschichte. Musik